Also bei mir ist folgendes, wenn ich einen Handschuh auspacke, das ist übrigens immer ein sehr schönes Gefühl, einen neuen Handschuh auszupacken, dann mache ich das so, dass ich den zweimal vorm Spiel im Training anziehe und dann praktisch beim dritten Mal anziehen ist es dann mein Matchhandschuh. Und sollte ich am Wochenende zu Null spielen, dann werde ich den sehr gut pflegen und im nächsten Spiel wieder anziehen. Sollte mal leider ein Gegentor bekommen, dann ist es in der folgenden Woche oder in den nächsten ein, zwei Wochen mein Trainingshandschuh. Also ich gehe nach jedem Training, gehe mit meinen Handschuhen in die Dusche, wasche sie dort sorgfältig ab und optional benutze ich dann auch den Glove Cleaner, wenn sie mal wirklich sehr, sehr schmutzig sind. Und sehr wichtig ist dann, drücke ich sie ordentlich aus, dass das Wasser rauskommt und dann hänge ich sie auf und am nächsten Tag kann ich sie wieder anziehen. Ja, wie gesagt, meinen Matchhandschuh wechsle ich dann eigentlich immer, wenn ich ein Tor bekomme in einem Spiel. Und ja, ich hoffe natürlich wieder, dass ich wieder mal so eine Serie hinlege, wo meine Handschuhe dann schon zerrissen sind, weil ich so lange anhabe. Aber im Normalfall habe ich dann im Training habe ich dann einen Handschuh ein bis zwei Wochen an. Also es ist für mich ganz klar mit Lasche. Ich glaube, es ist immer sehr wichtig, dass man da eine gute Handgelenkstütze hat, Handgelenkstabilität hat. Und ich glaube auch ohne Lasche, das ist ein bisschen so, wie wenn du in einen Gartenhandschuh reinschubst. Also immer mit Lasche. Ja, da hat sich Kippersport wieder mal selbst übertroffen. Ich finde es ein wahnsinnig cooles Design. Ich glaube, für mich ist auch wieder was dabei. Speziell mag ich es sehr gerne, wenn was Weißes mit dabei ist. Und jetzt auch in Kombination mit dem Schwarz und dem Gelb finde ich es insgesamt ein wahnsinnig cooles Design. Ich glaube, der gute Mix macht es aus. Zum einen habe ich bei Kippersport einen unglaublich guten Grip und eine sehr lange Lebensdauer, was gerade für die Amateurspieler sehr, sehr wichtig ist. Also, ich habe jetzt da gerade einen sogenannten Matchhandschuh an. Habe jetzt aber in meiner Hand auch einen Trainingshandschuh. Was finde ich eine super Lösung ist. Das ist eine etwas kostengünstigere Variante. Hat einen super Grip, jetzt nicht so einen extrem guten Grip wie mein Matchhandschuh, aber ich glaube, gerade fürs Training ist das eine super Alternative, wenn man natürlich viel Torschüsse hat und man sich da ein bisschen mehr auf seine Fangtechnik konzentrieren muss. Und dann sage ich mal, im Spiel hat man dann sowieso wieder den absolut besten Grip. Und selbst wenn man dann einmal nicht richtig hingreift, dann hat man einen überragenden Grip und deswegen finde ich das eine super Lösung.